Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier bei Let's Multiplayer. Ich habe einen fantastischen Mod gefunden, den ich euch mal wieder vorstellen kann. Zumindest finde ich ihn fantastisch. Mal gucken, ob ihr ihn auch fantastisch findet. Und zwar habe ich hier den Land Rover Defender in der Dakar-Edition. Und ja, wer den Mod gemacht, also auf modhoster.de ist er zu finden. Den Download-Link gibt es da unten auch noch in der Beschreibung. Der wunderbare, fantastische Max Ter hat den Mod jetzt in der Version 2.0 veröffentlicht. Wir gucken uns einfach mal an. Ich stehe schon mal auf einem Berg hier in Bjornholm. Und ja, wir haben hier ein paar schöne Abgase, die hier hinten rauskommen. So, haben wir wunderschön beklebt das Ganze. Und ja, das ist so die Rundumsicht. Uah, nicht, dass wir runterfahren jetzt hier noch. Was ich hier so ein bisschen vermisse, ist der Allradantrieb. Der hat nämlich nur einen Heckantrieb. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Ey, komm, fahr hoch. Mit Allrad wäre es jetzt ein bisschen einfacher, das Ganze. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. In der Version 2.0 dazugekommen ist jetzt unser neuer Maßstab. Der Maßstab ist jetzt 0,075 und nicht mehr 1:1. Passt aber wohl besser in den Landwirtschaftssimulator hinein. Dann gibt es eine IC-Steuerung, die zeige ich euch jetzt mal von innen. Wir zeigen euch nämlich das Schmuckestück auch nochmal von innen. Ist fantastisch. Wir können hier die Türen öffnen. Wir können aber hier die Fenster hochdrehen. So. Fantastisch. Dann haben wir hier hinten die Motorhaube, oder hier vorne die Motorhaube können wir hier öffnen. Wir können die hintere Tür öffnen und schießen. Sehen es gerade. Spiegel funktionieren auch wunderbar. Dann haben wir hier nochmal Fenster links, beziehungsweise Fenster rechts und die Tür rechts funktioniert auch. Gucken wir uns den Motor mal von innen an. Ups. Ja, fantastisch. Sieht gut aus. Erinnert mich ein bisschen an den K-Mechanik-Simulator. Da würde ich jetzt am liebsten mit der linken Maustaste schon mal ein paar Sachen reparieren. So. Und hier hinten haben wir noch eine Kiste drin verschnürt. Auch noch wirklich fantastisch ist die Tatsache, dass es hier möglich ist, Beifahrer mitzunehmen. Bis zu vier Stück. Das ist eigentlich ganz, ganz cool, wie ich finde. Ist ja auch nicht immer so normales Beifahrer mitgenommen werden können. Also das finde ich schon mal eine feine Sache. Die Lampen sehen hier auch sauber aus. Blinker links und rechts funktionieren auch. Warnblinker geht auch. Was will man mehr? Es gibt eine High-Quality-Dirt-Textur. Müssen wir mal gucken, ob wir den Wagen noch ein bisschen schmutzig kriegen. Wir fahren mal ein bisschen von innen jetzt. So, die IC schalten wir mal aus. Mal gucken. Also das Tacho innen drin ist voll animiert. Es gibt den Original-Sound vom Land Rover. Ja, Mist. Toller Plan. Ja. Wir verkaufen den mal eben nochmal. Das ist der nette Vorführeffekt. Da kann ich euch nochmal im Shop nochmal zeigen, wie das ganze Ding aussieht. Der Land Rover kostet 28.499 Euro. Unterhaltskosten 95 Euro pro Tag und hat 180 PS. Sehr schön. So. Dann steigen wir nochmal ein. Den Manual Ignition Mode, deswegen muss ich hier jetzt nochmal die Zündung betätigen. So, jetzt fahren wir von innen. Wir sehen hier oben in der Mitte vom Armaturenbrett unsere Drehzahl. Unten sehen wir die Geschwindigkeit. Und wir sehen, dass die Spiegel, weil der Mittelspiegel sieht noch ein bisschen komisch aus. Die untere Textur ist irgendwie ein bisschen verrutscht, wie ich finde. Können wir vielleicht mal ein bisschen korrigieren das Ganze. Aber sonst Spiegel links und Spiegel rechts sitzen wunderbar. Man sieht auch endlich mal was im Spiegel. Finde ich auch ganz schön und toll. Was haben wir noch? Fahrverhalten wurde an die Lenkräder angepasst. Das ist auch sehr schön. Neuer Sound. Das Original Defender hatte ich hier schon mal kurz angesprochen. Und ja, höhere Endgeschwindigkeit. Wir haben 91 km/h und ein neuer Run-Sound. Sehr schön. Das ist alles jetzt neu in der Version 2.0. Gucken wir mal, ob wir ihn schmutzig kriegen. Liegt auch sehr gut in den Kurven hier, wie ich finde. Verbrauch liegt bei 11,4 Litern. Sehen wir unten rechts nochmal eingeblendet. Auch für einen Land Rover Defender vollkommen
normal. Jetzt schlingeln wir ein bisschen. Habe ich zu viel versprochen, dass er gut ein gutes Fahrverhalten hat. Aber generell ist das Fahrverhalten doch schon sehr, sehr gut. Ja, an dieser Stelle fantastisch. Ja, und alles in allem abschließend, sag ich, oder zum Land Rover, fantastisch. Land Rover Defender, ein fantastischer Mod vom fantastischen Max her. Zu finden ist der ganze Mod auf Modhoster oder unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ich versuche, das Ding noch ein bisschen schmutzig zu kriegen, was jetzt aber gar nicht so einfach ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay.